es ist perfekt. Also wir sind hier in einem Trainingszentrum mit S-klassigen Hotel, mit Konferenzraum. Ich hatte immer das Gefühl, dass hier in Leipzig auch noch was Größeres entsteht und wir hier gute Rahmenbedingungen haben, und das ist dann für mich natürlich umso wichtiger. Man muss sagen, die Hallen, die haben, also dieses gesamte Konstrukt hier in Viborg ist schon krass. Ein kleines Städtchen im Herzen Dänemarks mit malerischen Gassen, rund 40.000 Einwohnern und etwas ab vom Schuss. Der Anreisetag war lang und anstrengend, dementsprechend passierte auch nicht mehr viel. Nach einer kurzen Ansprache ging es ab ins Bett, denn am Montag früh stand bereits die erste Einheit im Kraftraum auf dem Plan. Also Rona hat es auch schon uns als Mannschaft gesagt, wir sind relativ fit reingestartet. Also er hat wahrscheinlich weniger erwartet von unserem Fitnesslevel. Wir haben, glaube ich, alle ganz gut trainiert im Sommer. Gut gearbeitet, das kann schon sein, schützte die Jungs des SCD HFK Leipzig allerdings nicht vor der ersten schweißtreibenden Kraftsporteinheit am Montagmorgen, auch wenn einige Spieler, so unter anderem Luka Witzke, sicherlich lieber direkt auf die Platte gestürmt wären. Aber unter anderem Kapitän Simon Ernst, der sagt es, nee, Krafttraining ist wichtig und kann ja auch ein bisschen Spaß machen. Alles okay, mir macht das tatsächlich relativ viel Spaß, so Krafttraining, und für alle, glaube ich, ganz gut. Erste Einheit aus dem Bus. Ein bisschen schwitzen, aber klar sind wir lieber in der Halle. Nach der Krafteinheit direkt zum Mittagessen, kurz ausruhen, und dann ging es endlich rein in die heilige Halle aufs Handballfeld. Wir haben hier drei Hallen auf einer Seite von einem Fußballstadion, und auf der anderen Seite sind dann zwei Handballhallen. Hier ist, die Hallen sind sauber, hier ist alles optimal. Und natürlich, wenn so viele Menschen auf einem Punkt sind, dann ist es vielleicht nicht so einfach, alles zu organisieren. Aber wir müssen halt damit leben. Also wir können nicht alles kontrollieren. Und diese Kontrolle ist dem Isländer auch im Training wichtig. In der ersten Einheit wurde es sehr taktisch, sehr diszipliniert, denn bereits am Dienstag sollte es gegen Silkeborg das erste Testspiel der Dänemark-Reise geben. Im Endeffekt geht es ja bei uns heute darum, sehr effizient zu arbeiten und auch möglichst viele Bälle zu parieren. Und ich habe das Gefühl, dadurch, dass Milos auch jeden Tag da ist, dass er mir noch viel Input geben kann, weil auch in der Vergangenheit Torhüter sich in Leipzig immer sehr gut entwickelt haben. Und dementsprechend ist es jetzt für mich so, dass ich sage, ich habe jemanden an der Hand, der meine Grundtechnik prüft, checkt und effizienter gestalten möchte, auch mit neuem Input. Und dementsprechend freue ich mich einfach, da auch in einem guten Austausch zu sein. Aber ich bin ja nicht der einzige Torhüter hier, sondern auch mit Christian Sevaras, und er ist auch ein sehr guter Torhüter, und ich hoffe, dass wir da ein sehr, sehr gutes Torhütergespann sind, weil ich glaube, jede Mannschaft, die in der Bundesliga erfolgreich sein will, braucht zwei Torhüter, und das ist ganz, ganz wichtig. Also für Test, weil der Gegner gut war, haben wir einen der besten Welthandballer gegen uns gehabt, mit dem Erasmus Laue Larsen, der kommt gerade aus Westbrem in seine Heimat. Ich fand, dass wir haben das Spiel nicht so gut angefangen, aber so ab 40. Minute haben wir einen guten Handball gespielt. Was mir hat am besten gefallen, also wir haben eigentlich das Tempo gesetzt gegen Beremo Sirkpuru, wir konnten mehr laufen. Wir haben gut im Angriff gespielt, und vor allem wir waren gefährlich von allen Positionen. Das war sehr positiv aus meiner Sicht. Was fehlt, also wir haben Verbesserungspotenzial in Abwehr, und die Torhüterleistung war überschaubar auch. Nach der erfolgreichen Partie ging es für die Jungs zum Mannschaftsabend, und auch die Trainer trafen sich auf den ein oder anderen kleinen Austausch bis spät in die Nacht in der Innenstadt von Viborg. Für die Teamchemie essentiell war auch das Shuffleboard in der Hotellobby, vor allem Lukas Cicala war hier auffällig häufig am Start. Wir
sind jetzt auch noch nicht ewig in der Vorbereitung und ich glaube, die Jungs merken aber auch, wir sind echt gut drauf. Mhm. Also jetzt gerade bei dem ersten Spiel gegen Silkeborg hat man gemerkt, wie gut wir schon drinne sind. Und ich glaube, dass die Jungs das merken und dass jeder für sich so merkt, okay, ich bin eigentlich ganz gut drauf und so. Und das hilft dann natürlich immer der Stimmung bei der ganzen Mannschaft. Wir sind gerade genau dort, finde ich, wo wir sein sollten und sind bisher auf einem sehr, sehr guten Weg. Dieser gute Weg sollte im zweiten Testspiel gegen Holstebro fortgesetzt werden. Und auch dieser Gegner, dieser dänische Gegner, ist erneut kein Zufall. Weil dänische Handball ist etwas schneller als der deutsche und etwas taktischer. Das war so, eben diese Schnelligkeit zu bekommen, auch einen neuen Gegner zu bekommen, neues Umfeld und weit weg von alles, also weit weg von Leipzig. Trainingslager waren perfekt, angefangen beim Hotel, welches mit einem großen Wohlfühl- und Arbeitsbereich sowie genügend anderen Möglichkeiten viel Platz zur Entspannung gab, bis hin zur Atmosphäre vor Ort, die durch das Jugendhandballturnier alle Mannschaften und Fans in eine Handballstimmung versetzte. Genau diese nahm der SC DHFK auch mit in die letzten beiden Testspiele gegen Fredericia und Aalborg. Mit insgesamt 4 Siegen beendete Leipzig sein Trainingslager mit einer makellosen Bilanz und will diesen Schwung für den Auftakt in der Lippi Moli HBL nutzen. Also es war jetzt lange ein bisschen ruhiger wahrscheinlich um uns, einfach weil wir in der Pause waren. Wir freuen uns mega auf das erste Spiel. Wir haben es gerade schon im Gespräch besprochen. Wir sind richtig gut drauf bisher. Wir schauen mal, wie es bis dahin ist. Aber ihr wisst alle, in unserer Halle ist sehr viel möglich und in der letzten Saison haben wir die Heimstärke so ein bisschen verloren, die werden wir uns in dieser wiederholen. Also seid gerne dabei gegen die Füchse.